weer niet weten. Lever toch? Ha, zwaarig. Was ik mich hingelang, hin und her verabschieden. Ich habe ja jetzt gesehen, was ich am Ende gesehen. Und das, was ich gesehen habe, das gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, wirklich schöner Hof. Und auch die Wirtschaft. Das wäre genau das Richtige für meinen Schwager. Hey, der wird die Augen machen, wenn ich von meinem geheimen Projekt erzähle. Das hat mich schon noch gut tun, hä? Hat nicht einmal etwas gekostet. Sagst es, Gesandte, du sagst es, wenn der Schnaps da, hä? Aber sauf jetzt nicht viel, Severin. Wir müssen etwas besprechen miteinander. Besprechen, ja? Was wollten wir noch besprechen? Wegen Professor. Wegen Professor? Ja, wegen Professor und wegen dir. Wegen mir, ja. Ja, sag mal, hast du jemanden einen Job gefunden in unserem Unternehmen? Ja, das habe ich. Oh, lass mir einen, komm, mach's nicht so spannend. Ja, ich weiss jetzt gar nicht, ich will das so schnell erklären. Erklären, ja. Ist es denn jemand so ein schwieriger Job? Ja, fast sagen. Würde ich fast sagen. Ja, du hast keine Angst, Alexander. Das haben wir ihn bewältigen da schon. Ja. Was muss ich machen? Professor. Was, Professor? Eben, Professor. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr raus. Das habe ich halb befürchtet. Ja, sag ich, ist jemand etwas mit deinem Onkel? Ist er jemand krank? Oder? Viel schlimmer, er lebt gar nicht. Sag das nicht, Gesandte, sag das nicht. Das ist ja schrecklich. Herzliches Beileid, Gesandte. Dann ist der Armkeim gestorben. Gestorben kann man nicht direkt sagen. Ja, was? Hat sich auch gemeint, er lebe ich nicht mehr. Wenn man es ganz genau nimmt, hat man gar nie gelebt. Hä? Ich habe ihn eigentlich nur erfunden. Sag das nicht, Gesandte, sag das nicht. Nur erfunden, ja, da gibt es den Professor gar nicht. Das hat er noch gar nie gegeben. Und wieso erzählst du mir so einen Mist? Fantasie ist halt ein bisschen durchgegangen mit mir. Die Fantasie ist halt ein bisschen durch. Aber jetzt hast du das Problem. Die anderen rechnen nämlich fest mit dem Professor. Ja, die auch. Was ist denn, Evelyn? Bist du dabei? Was dabei? Wie hast du vorhin gesagt, in der Parabelseite, in guten wie in schlechten Zeiten oder so? Ich habe es zwar nicht ganz genau so gesagt, aber was hat jetzt das mit deinem Problem zu tun? He? Ja, viel, Severin, viel. Oder besser gesagt, alles. Du bist von jetzt an mein Onkel, der Herr Professor. Sag das nicht, Gesandte, sag das nicht.